Der weltweit angesehene Künstler Gottfried Helnwein ist ein Unbequemer, der sich mit seiner Kunst gegen Machtmissbrauch und Diskriminierung lautstark zu Wort meldet. Die seelischen Qualen und Verletzungen von Kindern, ausgelöst durch den Nationalsozialismus, sind oft die Hauptmotive in den Bildern von Helnwein. Der international anerkannte Künstler will durch seine Arbeit aber auch die Gründe für die Unterdrückung von Frauen sichtbar machen und für ihre Gleichberechtigung eintreten. Der Widerstand beginnt im Kopf, nicht in den Gewehrläufen, meint Helnwein im Interview für unsere Sendereihe Weitblicke. Sabina Zwitter. Der Künstler Gottfried Helnwein könnte den weltweit anhaltenden Hype um ihn ausschließlich für seinen eigenen Ruhm nützen. Doch Helnwein will nicht gefallen. Durch seine Kunst will er Machtstrukturen verändern und setzt auf Provokation, um den Unterdrückten der Erde zu helfen. Das Problem ist, dass jede Gesellschaft in der Geschichte der Menschheit immer eine Tendenz hatte zur autoritären Kontrolle der Menschen. Es gibt immer eine Elite, die sich durch irgendeine Ideologie rechtfertigt, Menschen zu unterdrücken, zu kontrollieren, zu bestrafen, zu töten. Ja. Für den gebürtigen Wiener mit Großmutter aus Kroatien dient seine Kindheit bis heute seiner künstlerischen Inspiration. Ich bin nach dem Krieg in Wien geboren und habe immer das Gefühl, als Kind, ich bin in die Hölle geboren. Ich dachte mir als Kleinkind, das ist ja fürchterlich. Wo bin ich da? Die Leute sind alle krantig, alles ist schier, die Häuser sind schwarz. Es war eine unglaublich bedrückende Stimmung. Was ich nicht wusste damals natürlich, dass kurz davor meine Elterngeneration eine der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte mitbeteiligt waren, direkt oder indirekt. Und dass das just knapp vorbei war, und die Demokratie halt erklärt wurde. Aber dieselben Menschen ja noch hier waren. Ja. Und interessant war auch diese Sprachlosigkeit. Niemand hat geredet über das. Ich habe so viel gefragt. Ich sah immer Fotos von allen unseren männlichen Verwandten in Uniform. Und ich habe gedacht, das sieht ja toll aus. Und wieso sind die Soldaten? Und was war da? Ich habe immer noch gehört, das verstehst du nicht. Du bist ein Kind, das verstehst du noch nicht. Das war der Krieg. Trotz des Schweigens verfolgte das damalige Kind Berichte über die ersten Kriegsverbrecherprozesse. Das war für mich dann ein Moment des Schocks, als ich zum Beispiel, als manche dieser Gräueltaten in diesen KZs beschrieben wurden. Zum Beispiel waren zwei Brüder, die da gearbeitet haben, und einer hat erzählt, wie die Juden da in die Tür greifen mussten und die Tür so lange zugeschlagen, bis die Finger abfielen. Und das war für mich ein absoluter Schock, die Vorstellung, dass jemand diese, so unglaublich grausam zu jemandem ist, der sich nicht wehren kann. Das war mir unverständlich. Und das war auch ein Moment, ich habe mitgekriegt, wie Zeugen aus Israel dann waren. Es waren ja nicht viele Zeugen über, aber die haben dann geweint. Und wie die Kriegsverbrecher in der Regel freigesprochen wurden. Was ich nicht wusste, ist, dass die Staatsanwälte und Richter ja Kollegen und Kameraden waren und alles Ex-Nazis waren. Ja? Die ganze Regierung, die ganze Administration in Deutschland und Österreich war voll mit den Ex-Nazis. Ja? Und für mich war aber das ein Bruch. Ja? Für mich war das so, ich habe gedacht, ich bin nicht Teil und will nicht Teil dieser Gesellschaft sein und will mit der Tradition und der Welt meiner Eltern nichts zu tun haben. Ja. Für mich war klar, ich gehöre nicht zu denen. Helnwein wandte sich ab und schloss sich der 68er-Bewegung an, in der alle gesellschaftlichen Werte in Frage gestellt wurden. Dann war ich auch ein Teil dieser Studenten- und Jugendrevolte, die auf der Welt stattgefunden hat. Und nicht zufällig, es war eine absolute historische Notwendigkeit. Nicht, dass die irgendwie besonders viel erreicht hat, aber es gab keine andere Möglichkeit, ja, als der Aufstand, die Anarchie, das Zurückschlagen. Ja. Und da hinein gehört auch der Wiener Aktionismus und viele andere anarchistisch-aggressive Ausdrucksformen, die nicht verständlich sind, wenn man den historischen Hintergrund nicht kennt. Es waren diese Erkenntnisse und Erfahrungen, die den Künstler nach den Wurzeln des Übels graben ließen. Mich hat interessiert die Geschichte der Gewalt. Der Gewalt des männlichen Teils der Menschheit in erster Linie gegen den Rest der Menschheit. Ja? Weil das ist nicht gleich verteilt, sondern zu weit über 90% sind all diese Gräueltaten, diese Inquisitoren, diese Kreuzzüge, diese Folterer, Kinderschänder, sind Männer. So ist das einfach.
Und bin dann irgendwann dazugekommen, immer wieder die Kinder zu sehen, die Opfer werden von diesem Wahnsinn. Und habe auch gesehen, gerichtsmedizinische Fotografie von Kinderleichen, die gefoltert, umgebracht wurden, missbraucht, im häuslichen Bereich, jetzt, nicht in der Vergangenheit. Und das war für mich dann der Ausschlag. Da habe ich beschlossen, ich wäre Künstler. So komisch das klingt. Das war kein ästhetischer Grund, sondern es war eher die Empörung oder der einzige Ausweg, mich zu artikulieren zu dem Thema. Ja. Erbost, peinlich berührt oder mit Tränen in den Augen. So reagierte das Wiener Publikum schon auf Hellenweins erste Ausstellungen. Ich hatte meine erste Gruppenausstellung im Künstlerhaus mit anderen Künstlern, war Student noch und habe meine Bilder dann mit dem Taxi dorthin transportiert. Und der Taxifahrer kommt und wir laden die Bilder hinten ein, diese verwundeten Kinder. Und dann habe ich ein Bild gemalt, ein Führerbild, den Hitler in der Technik der damaligen Zeit, so Schulstück, Götterdämmerung, wie er da steht. Wir laden das ein und der Taxifahrer sagt, wo haben Sie denn das her? Sag ich, sieh mal, warten Sie mal, ich zeige Ihnen was. Dann rennt er nach vor, holt aus dem Handschuhfach was und sagt, schauen Sie her, zeigt mir in der hohlen Hand was. Und ich sehe einen Totenkopf, ja? Einen silbernen Totenkopf. Und ich wusste nicht, was das bedeutet damals. Und dann im Auto war der begeistert, während der ganzen Fahrt sagt, das waren wir. Wir sind aufgestanden wie ein Mann. Er war ein SS-Mann. Wusste ich damals noch gar nicht. Und er war so begeistert erzählt über die Zeiten, wie groß das war und so weiter. Und dass die Kameraden sich immer noch treffen. Und ich saß dann immer und dachte, ich hoffe, der wacht nicht auf und schaut mir an. Ich hatte ganz lange Haare und sah aus wie ein Hippie. Also der natürliche Todfeind seines Mannes. Der hat aber nichts gesehen. Der war nur in seinem Rausch und seiner Begeisterung. Das heißt, ich habe in kurzer Zeit derartig viele Nazis getroffen, von deren Existenz ich gar nichts wüsste. Da habe ich bemerkt, dass die Kunst eine unglaubliche, oder Bilder, Ästhetik eine unglaubliche Macht hat. Ja? Man kann plötzlich Dinge sichtbar machen, die sonst nicht sichtbar wären, die ich gar nicht wüsste. Ja? Plötzlich fangen alle an zu reden, kommen raus. Und das ist eigentlich für mich der Grund, warum ich weiter male. Und es gibt sonst keinen anderen. Es ist der ständige Dialog mit Hilfe von ästhetischen Mitteln. Vor 20 Jahren schockierte Hellenwein mit einer 100 Meter langen Installation in Köln. Da stand das Wort Selektion. Und ich wollte, dass die Leute, wenn sie dort stehen, sehen die ganzen Kindergesichter und kriegen plötzlich den Auftrag Select. Also wähle aus. Wer soll leben, wer nicht. Ja? Das heißt, habe ich bemerkt, es gibt tatsächlich diese schwachsinnige Idee, ist nicht umzubringen. Und offensichtlich hat dann irgendjemand gedacht, er muss diese ganzen Bilder aufschlitzen. Die Beschädigung der Hellenwein-Installation 9. November Nacht spiegelte den Neofaschismus 1998 wider. Und ein Thema ist ja dieser neue sogenannte Rassismus, also diese Flüchtlingsfrage. Und ich merke, auch da gibt es ununterbrochen so Schablonen von Pseudorealitäten. Ja? Das heißt, es sieht so aus, als gäbe es nur Neonazis und Rechte. Und dann gibt es die Gutmenschen, die alle retten wollen. Aber so einfach ist die Welt nicht, das stimmt einfach nicht. Ja? Die Wahrheit ist, es gibt eine Völkerwanderung von dem Nahen Osten und Nordafrika nach Europa. Natürlich bringt es Konflikte und Probleme. Was kaum thematisiert wird, ist, dass die amerikanische Weltmacht diese Länder, so wie sie selber gesagt haben, in die Steinzeit zurückgebombt haben. Ja? Das heißt, diese Gebiete, riesige Gebiete, sind nicht mehr bewohnbar. Es ist absolutes Chaos. Und die Leute laufen um ihr Leben. Die Großmächte würden durch ihre direkte oder verschleierte Gewalt gegen ihre eigenen Interessen agieren. Ich glaube an eine intelligente Form des Widerstandes, die ohne Waffen stattfindet. Ja, wir brauchen neue, intelligente Konzepte des Widerstandes, überraschende, kreative, für die dieses System nicht vorbereitet ist. Das muss man machen. Daran glaube ich. Man müsste diese Leute, wenn sie kommen, in einen völlig anderen Kulturkreis zuerst einmal ausbilden und ihnen klar machen, dass hier in diesem Land Frauen die gleichen Rechte wie Männer haben und unantastbar sind, auch wenn sie verheiratet sind. Das muss man denen mal beibringen und erklären. Es gab einen Afghanen, der seine Frau ins Koma geprügelt wurde, dann verhaftet und war völlig entbost. Er hat gesagt, das ist doch meine eigene Frau. Und hat mir das klar gemacht, du darfst doch deine eigene Frau nicht schlagen. Er hat gesagt, ja, wo gibt es denn das? Das hat ihm noch niemand gesagt. Ich darf meine eigene Frau nicht schlagen. Das heißt, es ist ein Versäumnis, das werfe ich nicht mal ihm vor, so grauenhaft es ist, sondern der Politik. Die hyperrealistischen Bilder von Hellenwein sind erschreckend schön und vermitteln ganz direkt das Leid der Schwachen. In dem Moment, wo ein Kind geboren wird, so wichtig wie
Liebe, vielleicht noch wichtiger, ist eigentlich der Respekt vor diesem Wesen. Ja, das heißt, zu wissen, der hat zwar einen kleinen Körper, der kann sich im Moment noch nicht ausdrücken, ja, der lallt vor sich hin, scheißt in die Hose, aber ich muss wissen, das ist ein vollständiges Individuum, dem ich jetzt verpflichtet bin zu helfen, bis er selber gehen kann, und dann macht er eh, was er will. Aber man darf ein Kind nicht behandeln wie jemand, der minderwertig ist, genauso jemand, der in irgendeiner Form behindert ist. Man darf nie davon ausgehen, den kann ich jetzt anders behandeln. Die Würde des Menschen sollte total unantastbar sein. Und da, in der Folge dazu, würde man auch einen Menschen nach seinen Handlungen bewerten. Ja? Nicht wie er aussieht, sondern nach seinen Handlungen. Ja?